Er war begierig zu erfahren, wie es einem als Gespenst so ergeht. Und der König hatte tatsächlich viel zu erzählen. Na, kein Wunder, er hatte ja seit 265 Jahren keine Menschenseele gesprochen. Und andere Gespenster hatte er auch nicht getroffen. Deshalb hatte er ein großes Problem. Diese Langeweile, wir langweilen uns ungeheuerlich. Majestät, sitzen Sie denn immer nur in diesem Raum hier herum? Dann ist es ja kein Wunder. Ja, na und gut, für die Lungen ist das auch nicht. In diesem Staub. Nein, wir blättern manchmal in den alten Büchern oder betrachten die Bilder der Ahnengalerie. Oder wir ruhen etwas. Ja, aber das ist doch keine Aufgabe, Majestät. Ich meine, ein Mensch muss... Ich bin kein Mensch. Ja, auch ein Gespenst muss eine Lebensaufgabe haben. Sie müssen irgendetwas Sinnvolles tun. Sie werden sonst ja noch trübsinnig, Majestät. Da mag er recht haben. Bitte. Da mag er sehr recht haben. Aber was sollen wir denn dagegen unternehmen? Tja, was bloß. Was können Sie denn eigentlich, Majestät? Ich meine, was haben Sie gelernt? Früher. Nun, unser Lehrer Dankelmann war eigentlich recht zufrieden mit uns. So? Vor allem in den Geisteswissenschaften. Ach du lieber Gott. Ja, schon gut. Ich meine, irgendwas Vernünftiges.